der Mond oder das Kraftsystem, das wir mit Mond assoziieren, ist eine Verdichtungskraft, die zum Beispiel mitwirkt, wenn aus der Weite des Kosmos die Lebens- und Gestaltungskraft einer Pflanze sich in einem Samenkorn verdichtet, indem sie dann als Potenzial in vollkommener Ruhe verharrt, bis ihre Zeit gekommen ist. Breiten Sie die Arme langsam zur Seite aus und holen Sie sie langsam wieder zum Herz zurück. Versuchen Sie mit dem Ausdehnen wirklich hinauszugehen und beim Hereinkommen der Arme mit dem Körpergefühl wieder zurückzukommen. Beim Ei ist das Weben zwischen Innen und Außen das Wesentliche, das sich gegenseitige Durchdringen von Ausdehnen und Zusammenziehen. Der Raum dazwischen und nicht so wie beim Au, dem Sonnenprinzip, das Verhältnis von Punkt zu Umkreis. Gelingt es Ihnen, beides zugleich zu spüren? Den Prozess des Hinausgehens und den Prozess des Hereinkommens, sodass beides für Ihr Bewusstsein zugleich stattfindet. Ich gehe hinaus und spüre, wie es in dieser Fläche aber auch hereinkommt. Ich komme wieder rein und ich spüre, wie es sich auch hinaus ausdehnt. Konzentrieren wir uns zunächst auf die Hände. Auf dem Weg nach draußen weiten sie sich und auf dem Weg nach innen ziehen sie sich langsam zusammen. Sie werden zu einer Andeutung von Fäusten, aber nicht zu Punkten, sondern sie bilden einen Raum, ein Zentrum, wie ein Keim. Der Umkreis zieht ein in dieses Zentrum. Er wird zum Potenzial. Sein Zuhause ist das Draußen. Dort ist er als Erinnerung immer noch fühlbar. Bei der sogenannten Mondgebärde in der Eurythmie wirken diese Prinzipien zusammen. Wir haben ein Einströmen, ein Verankern, das dann bis zum Wachstumspotenzial führt. Die Hände weiten sich wieder nach links und rechts hinaus, gefühlsmäßig bis weit über die eigene Aura hinaus. Sie können sie wie Kontaktelemente zum Kosmos gebrauchen. Aus dieser Weite führen Sie Hände langsam vor dem Körper zusammen. Dabei schließen sich die Hände, wie vorhin
geübt, langsam zu zwei Kugeln zusammen, die das, was vorher draußen war, in sich hineinnehmen. Das rechte Handgelenk kommt locker auf dem linken Handgelenk zu liegen. Zwischen Schlüsselbein, Oberarmen, Unterarmen und Handgelenk entsteht eine flächige Form, ein Fünfeck. Das Gewicht des rechten Arms ruht auf dem linken. Der linke trägt, der rechte lastet. Stellen Sie von diesem Verbindungspunkt der Arme eine Verbindung zu Ihrem Oberbauch und Unterbauch her und spüren, wie dadurch eine Konzentration der eigenen Aura und eine innere Aufrichtung stattfindet. Das eigene Zentrum, das Körperzentrum, spürt seine Verbindung zu seiner großen Hülle und umgekehrt. Potenzial im Zentrum, Erinnerung im Umkreis. Mit der Mondgebärde drücken wir ein Prinzip aus, das aus dem Kosmos etwas hereinführt ins Irdische, in die Verdichtung, in die Samenbildung. Es ist ein Zusammenziehen, aber nicht zum Punkt, sondern zum geistigen Potenzial. Es ist nicht ein Zusammenverdichten von außen, sondern es ist eher der Hohlraum, der sich bildet und die Hände zusammenholt. Es ist ein Ankommen auf dem Zwerchfell, unter dem Zwerchfell hineinspüren in diesen Bereich, aber nicht ein drin versinken, sondern ein seine Kraft spüren. Das stützt den Atemmenschen von unten und aktiviert den Atem von dort her. Das im Samen spürbare Wachstumspotenzial ist aber nicht zurück zum Kosmos gerichtet, sondern es will weiter in die Erde hinein. So wie auch ein Same in die Erde hineinwurzelt.